Hallihallo! Ich heiße Angel Quinn als Drag Queen. Wenn ich mich in Drag verwandle, gibt mir halt einfach das Gefühl, man kann so ein bisschen aus seinem jetzigen Leben einfach ausbrechen. Ich bin der Felix, bin 20 Jahre alt und komme aus Passau. Zum Drag bin ich eigentlich, glaube ich, so wie jeder, der das sagen würde, über Drag Race gekommen. Dann habe ich mir so ein bisschen umgeschaut auf den sozialen Medien, wer so in der Nähe ist, wer hier so Drag macht eben. Und dann bin ich eben drauf gestoßen, dass hier in Passau, in meiner Heimatstadt, jemand Drag macht eben. Genau, dann habe ich einfach angeschrieben, so hey, ich würde es gerne mal ausprobieren, hättest du Zeit, dass wir das machen? Und genau, dann hat es geklappt und jetzt bin ich da dabei, in der Drag Family sozusagen, genau. Also ich mache Drag ja jetzt noch nicht so lange, ich mache das noch nicht mal ein Jahr. Und für mich dauert es natürlich da noch ein bisschen länger in den ganzen Prozess. Bei mir dauert es so um die 3 Stunden, bis ich komplett ready bin mit allem. Die meisten Leute, wenn ich denen sage, ich komme aus dem Bauernhof, sind sie erstmal so, ach wirklich? Also ich würde sagen, dass Drag und Dorfleben jetzt nicht direkt zusammenpasst. Heute haben wir auf dem Bauernhof meiner Eltern. Das ist die Edda. Und sie mag am liebsten Äpfel. Ja, na, ein bisschen wild. Ich glaube, besonders geprägt hat mich einfach meine Schulzeit. Als queere Person im tiefsten Niederbayern ist das einfach nicht so einfach wie jetzt zum Beispiel hier in Berlin. Aber dadurch, dass ich dann mit Drag begonnen habe, hat mich das einfach aufgebaut und geholfen, mich in meiner Person einfach zu entwickeln, stärker zu werden und einfach zu mir selbst zu finden. Und ich glaube, das hat mich einfach stärker gemacht und auch zu dem Menschen geformt, der ich jetzt bin.